Wie ihr ganz einfach in wenigen Minuten euch das Attack of the B-Team Modpack installieren könnt, das erfahrt ihr in diesem Video. Hallo liebe Minecraftler und herzlich willkommen hier zu einem kleinen Installationstutorial heute zum Minecraft Attack of a B-Team Mod. Um uns das Attack of a B-Team Modpack zu installieren, gehen wir auf technicpack.net/attackofab-team. Dort klicken wir auf Download Launcher und werden anschließend auf technicpack.net/download weitergeleitet. Dort wählen wir uns entweder den Launcher für Windows, Mac oder Linux aus und klicken auf Datei speichern. Ist der Launcher heruntergeladen, füllen wir ihn ganz einfach mit einem Klick aus und klicken auf Ausführen. Anschließend bekommen wir eine kleine Nachricht, ob wir das Installations-Directory ändern möchten. Das möchten wir allerdings nicht und klicken auf Nein. Nun müssen wir uns in dem aufgeploppten Login-Fenster mit unserer E-Mail oder unserem Nutzernamen sowie unserem Passwort von unserem Mojang oder Minecraft-Account einloggen. Daran seht ihr auch schon, dass ihr dafür wirklich einen Premium-Minecraft-Account benötigt. Quack geht in diesem Fall nicht. Nun sind wir endlich im Technik-Launcher angelangt und hier können wir an der linken Seite das Attack of a B-Team Modpack auswählen. Unter dem Bild des Attack of a B-Team Modpack gibt es auch ein kleines Zahnrädchen, das können wir gerade mal anklicken. Und hier können wir die Version des Modpacks auswählen. Dafür müsst ihr allerdings auf Manually Select a Build klicken, um jetzt hier rechts oben die aktuelle Version auswählen zu können. Oder ihr nutzt immer die empfohlenen Builds und klickt dafür auf Always Use Recommend Builds. Anschließend könnt ihr direkt darunter, wenn ihr möchtet, auch noch den Installationsordner ändern. Aber ansonsten klicken wir einfach mal auf Save und jetzt auf Play. Dann wird es einen Moment dauern, denn jetzt müssen jede Menge Mods heruntergeladen werden und irgendwann wird sich dann Minecraft starten. Ist dies der Fall, haben wir jetzt Attack of a B-Team auch schon installiert, denn wir sehen 111 Mods, wurden unserem Mods-Ordner hinzugefügt und wenn wir jetzt mal eine Welt joinen, dann sehen wir hier schon, hier sind Attack of a B-Team Elemente mit dabei, es hat also alles wunderbar funktioniert. Rechts verlinkt findet ihr auch noch die Server-Erstellung vom Attack of a B-Team Modpack. Wenn ihr es also mit euren Freunden spielen wollt, dann ist dieses Video auf jeden Fall auch einen Klick wert und direkt darunter findet ihr unser One in the Chamber Let's Play, auch dort könnt ihr gerne einmal vorbeisehen. Weitere Infos gibt es natürlich auf Twitter, Facebook, Google+, Instagram und natürlich unsere Website bemeiners07.de. Aber ansonsten bedanke ich mich und hoffe, dass alles bei euch soweit funktioniert hat. Tschüss und bis dahin.